Peggy 18. Moin meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück im verregneten Chernarus, im Regen, mit Peggy, in der DayZ Standalone und es ist Tag und es regnet und Mai, es ist so ein schlechtes Wetter, es ist gar nicht sommerlich. Es gibt noch keine neue Version, kein neues Experimental-Bild, es gibt nur immer mehr Hacker und immer mehr Leute, die einfach sinnlos irgendeinen Scheiß machen, weil sie nicht mehr wissen, was sie in diesem Spiel noch machen sollen. Ja, aber so ist das halt. So ist einfach das Lauf der Lauf der Zeit, sage ich jetzt mal. Und Leute, lasst euch nicht deprimieren, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht, spielt's halt nicht. Ja, lasst euch den Spaß, den euch das Spiel eigentlich bieten könnte, nicht ruinieren und spielt halt währenddessen was anderes und wartet, bis sich das vielleicht wieder beruhigt hat. Ich habe letztens jetzt in einem anderen Video gesehen von Frankie, unserem allen DayZ-Gott, ne, der beste DayZ-Spieler aller Zeiten. Zumindest im europäischen Raum. Also ich kenne jetzt auch keinen anderen, der da irgendwie rankommt, auch so von der Art her, wie man das Spiel spielt. Ich mag deutsche YouTuber auch gerne, aber die deutschen Let's Player, die DayZ spielen, und da kann ich jetzt mal die zwei großen, das sind Sarazar und Mundai, und ja, ich kann mich halt mit deren Art, dieses Spiel zu spielen, nicht vereinbaren. Also kann ich damit halt auch nicht wirklich was anfangen. Dann wären wir auch fast schon wieder beim Thema der heutigen Folge. Cheats und Hacks und Cracks und Stuff. Ist es nötig? Also es ist ja anscheinend schon wieder so, dass man sich mit einem gehackten, man kann sich das Gear halt spawnen. Das heißt, du startest das Spiel und kriegst halt eben so geskriptetes Gear, so ein Backpack und eine Waffe mit einem unendlichen Magazin, das du nie laden musst, also es hat halt wirklich unendlich Schuss und mit allen Aufsätzen, die du hast, in Pristine und in bestem Zustand und so. Und da frage ich mich halt schon, muss denn das sein? Sind wir jetzt schon so weit? Aber ja, natürlich sind wir das, weil da halt die Leute nur PvP machen und ich fange jetzt keine neue Diskussion wegen PvP und so an. Da die Leute halt eben das nur machen, brauchen sie halt irgendwie auch eine Möglichkeit, wie sie da dann eben besser sein können als andere. Und wie das immer so ist, man will ja nicht miteinander spielen, sondern man will ja immer nur gegeneinander spielen und man will immer der Beste sein und immer der Erste und immer der Schnellste. Und man will immer der sein, der andere tötet, weil so kennt man es halt aus einem Deathmatch, ne? Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwo gerankt auf dem Server oder so, könnte man das irgendwo sehen. Hey, wer hat die meisten Kills? Nein, diese Funktion existiert einfach nicht. Gut, dann die Frage natürlich erübrigt, ob das denn Sinn macht, sowas zu tun, aber das ist jetzt noch nicht, oder ist heute mal, sagen wir mal, nicht unser Thema und deswegen möchte ich da auch gar nicht weiter mich drüber aufregen. Es ist nur einfach so, dass ich halt auch jetzt momentan in der Phase, in der es für mich nichts Neues zu erkunden gibt und nicht wirklich was Neues zu sehen und ich einfach nur da rumlaufe wegen PvP oder bla, mache ich ja nicht, gibt es eigentlich nicht so wirklich viel Gründe für mich, die Standalone zu spielen. Ich habe jetzt alles gesehen, was es Neues gibt. Ich habe mich in den Karten umgeschaut. Ich weiß nicht, was mir jetzt so auffällt, ist, ich spiele jetzt momentan wieder mehr die DayZ Mod, also was heißt mehr, wir haben jetzt wieder angefangen Epoch zu spielen und ich spiele halt nebenbei noch die Breaking-Point Mod für Arma 3. Es gibt ja auch die DayZ Mod für Arma 3, ne? Also wer vielleicht da Interesse hat, die spielt sich aus so einem Zwischending aus der Standalone und der Mod und ein bisschen was von Breaking-Point hat sie auch. Auf jeden Fall wird's für mich, also was ich mir wünsche, ist, dass endlich dieses Housing-System kommt. Ich kann es einfach nicht warten zu bauen. Ich weiß auch nicht. Also jeder, der von euch mal Epoch gespielt hat oder Origins vielleicht, aber ich würde eher sagen Epoch oder Aftermath oder, wie auch immer, diese ganzen Mods, die es halt eben gibt, die man sich im DayZ-Commander runterladen kann, in denen man dann halt eben Sachen bauen kann. Und ich finde, bauen ist so, sich was aufzubauen ist von mir auch so ein, das ist so ein Grund-Survival-Instinkt. Das muss es einfach geben. Das ist doch das, also ich habe auch schon viel gesehen, ja, ich will gar nicht bauen. Was ich zum Beispiel nicht bräuchte, wären Fahrzeuge. Also ich habe mich so schön, ich mag ja total die Optik der Standalone, ich mag die Grafik total gern und ich mag es auch mittlerweile total gern rumzulaufen. Und so mag sein, dass sich das PvP so ein bisschen zentralisiert, aber eigentlich, Leute, wenn ich mir jetzt mein Häuschen bauen könnte, wo ich mein Lager drin habe, wo ich ein paar Items ablegen kann, wo ich irgendwas anpflanzen kann, was auch immer, dann können die meinetwegen in den Großstädten sich gegenseitig die rüber wegballern. Das ist mir scheißegal. Also, ist halt wirklich so. Und wenn ich dann in Ruhe was machen will, irgendwie was farmen oder keine Ahnung, oder mich weiter ausbauen oder mir ein neues Häuschen setzen oder mein Häuschen ausbauen oder so, dann gehe ich halt in den Wald und fäll mir ein paar Bäume. Und wenn ich halt Bock habe auf PvP, dann laufe ich halt in eine Großstadt. Weil die meisten sind ja eh da und ballern sich gegenseitig über den Haufen. Ja, Berezino oder Chernarus oder was, ja, oder die Küste entlang halt. Das ist ja eine große Open-PvP-Area mittlerweile oder halt immer noch oder wie auch immer. Und dann mache ich halt das, ne? Und das fällt mir halt jetzt wieder auf, wenn ich jetzt halt wieder mehr Epoch spiele und so. Was mich aber da tierisch ankotzt, ist, dass ich zum Beispiel nicht in die Gebäude gehen kann. Ja. Das ist also bei mir ganz, ganz, ganz komisch jetzt, wenn ich die Mod spiele, dann auf Chernarus, ich finde es einfach unmöglich, dass ich die Gebäude nicht betreten kann. Dass nicht jedes Gebäude zugänglich ist. Das finde ich was in der Standalone wirklich ganz, ganz genial ist. Und ja, die Funktion möchte ich auch nicht mehr missen. Und deswegen, ja, bei mir kommt jetzt momentan, ist es so ein Mittelgefühl aus Vorfreude, dass es in der Standalone irgendwann kommt. Hoffnung, dass es so kommt, wie ich es mir wünsche. Und Befürchtungen, dass es halt gar nicht so kommt, wie ich es will, oder halt noch Ewigkeiten dauert. Und ich lese das immer wieder in den Kommentaren, ja, und die bauen das schon, ja, bla bla. Und man kann sich in der Standalone eigentlich überhaupt nichts beschweren über Inhalte, die es noch nicht gibt und überhaupt gar nichts. Es ist ja noch nicht fertig. Ja. Und manchmal frage ich mich wirklich, wie dumm sind die Leute oder wie blöd oder wie naiv oder wie unüberlegt macht man das. Man kauft sich doch kein halbfertiges Spiel in der Hoffnung, dass es sich spielen lässt wie ein fertiges Spiel. Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, wenn ich mir eine Alpha und eine Pre-Release-Version kaufe, dass da halt Sachen noch nicht drin sind. Ja? Dafür kriege ich es halt, wenn günstiger oder keine Ahnung. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Aber warum muss man sich auch immer über alles aufregen? Permanent sich beschweren, da hier die Hersteller, da das und das, dann sollen sie sich halt eine Zeit nehmen, die werden sich schon hinsetzen und dann die Sachen, ja, und ich habe es auch jetzt unter meinem Video schon gesehen und unter vielen anderes, ich will endlich Fahrzeuge, ich will mehr Waffen, ich will das und das, so, ja, WTF Fahrzeuge, wozu denn mehr Waffen? Du findest hier in jedem Haus, findest du eine Waffe fast, ja, also das ist wirklich, also an Waffen zu kommen, ist das kleinste Problem, das du in der Standalone mittlerweile hast, ja? Und selbst, du kannst ja dann einen Bogen craften, aber ich meine, Bogen, klar ist das auch eine Waffe, aber da wäre die Sache nochmal ein bisschen interessanter. Wenn wir alle nur Crossbows und nur Bögen hätten. Ja, vielleicht. Gut, dann gehen wir so, glaube ich, in die Richtung von Rust, wo sich dann alle mit dem Stein gegenseitig erschlagen oder so. Naja, ich weiß auch nicht. Wo laufe ich hier? Ich dachte, ich laufe gegen Norden. Aber irgendwie gegen Norden? Gegen Norden. Oh, holy crap. Ach so, ich hatte noch die Blaze in der Hand. Moment, kann ich die wieder aufnehmen? E, nein, F. Ja. R, T, F. Wieso geht ein F nicht? Ah, jetzt. Es geht nun doch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ah, ich wollte den Kompass in die Hand nehmen. Gucken wir mal eben auf die Karte. Ach so, dann liegt das ja wieder weg. Moment, also wenn ich jetzt hier rein theoretisch Müsste ich jetzt hier hinterm Northwest Airfield irgendwo langlaufen, oder? Wenn ich mich mal ein bisschen daran orientiere. Ich habe heute gar keine Ahnung, wo ich mich beim letzten Mal... Doch, da war ich doch... Da war ich doch Devil's Castle, oder? Beim letzten Mal habe ich mich Devil's Castle ausgelockt. Da muss ich doch hier eigentlich Richtung Northwest Airfield. Das müsste doch direkt hinter diesem Berg sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, gut. Who cares, ne? Auf jeden Fall sind das die Sachen, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich habe momentan jetzt nicht wirklich eine großartige Bindung zu Standalone, weil sich für mich gerade der Sinn nicht so ganz ergibt, warum ich jetzt aktiv oder viel die Standalone spielen sollte. Ja? Zumal du ja eh nicht weißt, wird es im nächsten großen Patch der Charakter zurückgesetzt, ja oder nein. Ich gucke mir halt immer die Experimentals an, schaue, was so Neues gibt. Momentan gibt es halt nichts. Aber es ist ein bisschen immer so ab und zu ganz nett, so mit euch über so ein paar Themen zu sinnieren. Und ja, ich weiß nicht. Jeder, glaube ich, mittlerweile von meinen Zuschauern weiß, wenn ihr Standalone PvP sehen wollt, dann seid ihr hier einfach falsch. Bei mir kriegt er Infos über Patches, was so abgeht, ein bisschen so Themen, die uns so durch den Kopf gehen, ein paar Infos so zum Spiel, ein paar Infos zu den ganzen anderen Mods, die es momentan so gibt und immer so ein bisschen Grundgedanken, aber da glaube ich, brauche ich jetzt nicht so ausschweifend erklären. Ich meine, normalerweise wisst ihr ja Bescheid, was euch hier erwartet. Diese ganzen Komfortfunktionen, muss ich jetzt auch mal sagen, finde ich schon ziemlich geil eigentlich, also wenn ich jetzt mal hier da hitte, mit den, wie das gelöst ist, das Essenssystem, das Verbrauchssystem, das Blutungssystem etc. Finde ich so ganz nice. Also gerade mit dem Essen und Trinken, das macht die Sache ein bisschen komplizierter, mit den ganzen Krankheiten und so, die man sich einfangen kann. Ich finde das schon ziemlich gut gelöst. Also es sind ja schon richtig gute Ideen da. Ich will auch gar nicht groß jetzt noch irgendwie auf den Leuten rumhacken, die ganze Zeit jammern. Die haben halt, weiß ich nicht, ein ganz komisches Bild davon, wie alles zu laufen hat, aber das sind halt Leute, da kann man selber auch nicht so, weiß ich nicht, muss doch jeder so auch ein bisschen für sich selber entscheiden, glaube ich, einfach, was es ihm wert ist, sich jetzt drüber aufzuregen, und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun oder mit der Erfahrung, wie lange man schon auch sowas spielt oder wie oft man schon bei einer Testphase von einem Spiel mitgemacht hat oder auch mitgeholfen hat und weiß auch, welche Arbeit dahinter steckt oder generell auch weiß, was er jetzt an einem Spiel zu schätzen weiß. Ja, also ich habe es oft mal, ich sehe es ja auch selber wieder mit Abonnenten oder Leuten, die Videos gucken, die dann eine Diskussion anfangen oder mit denen ich eine Diskussion anfange. Sie beschweren sich halt, dass das und das und das und das noch nicht geht, und dann denke ich mir auch, okay, aber was hast du denn für eine Erwartung jetzt in der Entwicklungsphase? Wie soll das alles so gehen? Und dann sage ich, ja, aber das Spiel ist schon seit einem Jahr released. Und das ist einfach Quatsch, weil nur weil es Early Access ist, ist es ja noch kein... Es wurde ja released, zum Verkauf angeboten, die erste stabile Version, die man stabil auf einem Server testen kann. Schon allein, um für die Hersteller zu wissen, wie ist die Multiplayer-Auslastung auf den Servern, wie können wir das deichseln, was müssen wir noch an der Engine machen, damit es ein bisschen runterläuft auf den Servern. Und genau dafür hat man halt sowas. Also da kann nicht die Rede sein von wegen, das Spiel ist schon seit einem Jahr released. Ja? Das Spiel ist seit einem Jahr in der Testphase. Und zwar in der Entwicklungstestphase und nichts anderem. Ja? Man muss da total differenzieren können, und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, nur jedem abraten, sich da was zu kaufen. Auch wenn es jetzt billiger ist, okay, aber dann kauft es euch jetzt, aber dann erwarte halt nicht sowas. Ich sehe es jetzt auch immer wieder mit Arma 3. Arma 3 hatte gekostet, als ich es mir gekauft habe, zum Anfang 20 Euro. Wenn überhaupt, ja, wenn nicht sogar billiger. Dazu muss ich sagen, ich habe mir Arma 3 aus Prinzip gekauft, weil ich mir jedes Arma bis jetzt gekauft habe. Und weil ich auch Operation Flashpoint schon immer gespielt habe. Und ich meine, das erste Operation Flashpoint ist jetzt, glaube ich, auch schon 12 Jahre alt. Kommt das hin? Ich muss mal auf die Packung gucken, wo, was für ein Datum da drauf steht. Aber ich glaube, mit 12 Jahren liegen wir schon gar nicht so falsch. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen zu Devil's Castle? Habe ich jetzt einen riesen Kreis gedreht? Oder bin ich jetzt ganz woanders? Ich glaube, ich habe einen riesigen Kreis gerade gedreht, oder? Kann das sein? Oh, what the fuck? Deswegen habe ich mir halt Arma 3 gekauft. Und jetzt sehe ich es immer wieder. Die Leute kaufen sich deswegen Altis Life, weil es ihre Vorbilder, ihre YouTuber, sonstige, alle das spielen. Ich meine, jeder zweite Let's Player spielt Altis Life. Wo ich mir denke so, hä? Ja, also, gut, mir ist es ja egal. Das ist genauso, was ich letztens gesehen habe, ist, das gehört jetzt hier vielleicht nicht ganz hin, aber da hat jemand gesagt, ja, es gibt ja diese Let's Player Gruppen. Ja, er spielt jetzt, also auf Facebook, ne? Er spielt jetzt Minecraft als Projekt und dann kommen halt so Posts von so Leuten so, was, auch Minecraft, habt ihr alle gar nichts, keine Kreativität mehr und eigene Ideen, wo ich mir denke so, was hat denn das damit zu tun, nur weil man ein Spiel gerne spielt, weil man ein kreatives Spiel gerne spielt, so, wird einem zu Vorwurf gemacht, man hat keine Kreativität, um sich was einfallen zu lassen. Toll, und was spielt er halt selber? Ja, irgendwie Call of Duty Black Ops 2 oder so, oder Ghost, und ich denke mir so, ja, das ist super innovativ, hast du wirklich richtig gut gemacht, und es ist mittlerweile halt einfach nicht mehr möglich, irgendwas zu zocken, was jemand anders nicht schon 5-mal gezockt hat. Gerade weil auf YouTube Deutschland halt sehr viel von unseren großen Let's Playern-Partnern gedeckelt wird, ja. Ich meine, die haben ein ganzes Team hinter sich mit elends vielen Leuten, da brauchen wir jetzt nur mal Team Gronkh und sagen wir mal Team Pizmeat oder sowas, dann sind das schon 20 Leute, die permanent unterschiedliche Projekte hochladen und spielen. Und da bleibt nicht mehr so viel Substanz übrig für irgendjemanden. Da ist der Markt schon fast gesättigt. Auch wenn die Videos natürlich nicht der Qualität entsprechen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel nichts gegen Sarazar, ich mag Walle sehr gern und habe auch schon lange mit dem zu tun. Und was heißt zu tun, aber ich kenne das schon ewig, auch seitdem er noch viel kleiner war und habe damals auch ein bisschen regeren Kontakt mit ihm gehabt, so ab und zu. Das war natürlich da nur möglich, weil er halt auch an sich von den Let's Playern und von den Aufrufen und als Kanal viel kleiner war. Dann ist natürlich auch der Umgang mit Zuschauern und Community ganz anders möglich. Ja, das geht halt jetzt nicht mehr. Aber um zum Punkt zu kommen, wenn ich mir ein DayZ-Video von denen anschaue, dann finde ich das immer ganz schwierig. Ich kann das immer nicht lang gucken, weil ich mir das dann immer denke so, kommt schon. Ja, also von der Substanz dann auch nicht so wirklich Hintergrund und einfach nur so mal drauf und los und ich weiß auch nicht. Aber es ist ja so, wie ja schon selber auch unter meinem Video gesagt habe, das mit dem PvP ist eine Sache und die Spieler sind halt nun mal so. Das ist einfach so ein bisschen die Gesellschaft, die einem das vielleicht so vorgibt, dass das eben die Art ist, wie man sich untereinander zu verhalten hat. Aber ich meine, das ist einfach kein... Für mich ist es immer noch ein Miteinander. Ich bin froh, wenn ich mir irgendwann hier in so ein Waldstück meine Häuschen bauen kann. Hier mit ein paar Freunden so. Und wir kloppen hier so ein paar Holzdinger nieder. Und zimmern uns daraus dann ein paar Bretter. Und aus den Brettern bauen wir uns einen Holzverschlag. Und dann stellen wir uns dann irgendwo hin und ein schönes Feuerchen rein. Und irgendwie... Keine Ahnung. Ein Auto brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht später oder was. Ich bin ja ein ziemlicher Flieger. Ich mag das ja sau gern. Ich fliege ja gern irgendwo rum, sei es in DayZ oder in Arma oder in Wasteland oder ist ja auch egal. Ich fliege gerne und auch gut und ich mag das einfach. Das ist mit den Autos eigentlich genauso, aber ich finde es in der Standalone momentan mit dem Laufen und so, finde ich so angenehm und man hat auch nicht so schnell alles entdeckt und man wird nicht so schnell irgendwo verfolgt und ausgeraubt und so und ach, es ist doch eigentlich total angenehm und die Karte ist so groß und bietet so viel mehr und die Karte wächst ja auch noch um so viel mehr. Und da hat man zu Fuß doch einfach viel, viel mehr zu entdecken, oder? Und eine viel größere Langzeitmotivation, sich mal das alles anzugucken, was gibt's jetzt neu. Ich war jetzt zum Beispiel lang nicht mehr in den Hauptstädten unten, aber auch nur aus dem Grund, weil ich weiß, dass es da nichts Neues gibt, ja, oder nichts, was es irgendwie lohnt, sich das anzugucken. Da glaube ich, finde ich es eher interessant, hier so ein bisschen rumzulaufen und dann mal eine neue Ortschaft, die neu hinzukommt, zu sehen, zu erkunden, zu entdecken. Oder vielleicht ganz neue Kartenabschnitte oder sonst irgendwas. Wer weiß, was sie sich noch einfallen lassen. Ja, das bietet ja einen Pool an unglaublich vielen Möglichkeiten. Na gut, gucken wir mal, was demnächst passiert. Ich mache jetzt hier erstmal aus. Ich denke, wir haben so ein paar Themen relativ gut angekratzt. Wenn ich dann auch mal irgendwann rausgefunden habe, wo ich bin. Also ich weiß ja, wo ich bin, aber wenn ich jetzt mal dann meinen Kompass aufmachen kann, ohne die Blaze wegzuschmeißen, werde ich mich vielleicht mal Richtung Airfield begeben und das mal auschecken. Ansonsten danke ich euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der DayZ Standalone oder in einer Experimental Build, hoffe ich, in der ich euch ein paar neue Sachen zeigen kann, die mit den Patches gekommen sind. Wie immer kriegt ihr bei mir zuerst und sofort immer alle Infos zu allen Patches, die jetzt momentan kommen oder die halt eben gekommen sind, kommen werden und gerade online verfügbar sind oder so. Ne? Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und bis bald.